Jannis, herzlichen Glückwunsch zum 5. Platz bei der Olympiade. Das ist der absolute Hammer. Wir sind so stolz dabei, zu sein in einem Verein, wo du auch Vereinsmitglied bist. Ja. Bestes Ergebnis vom Deutschen Seglerverband. 5. Platz bei der Olympiade. Jannis Maus. Und wir dürfen ihn hier zu Gast haben bei Ewigkeit. Voll super. Olympiade in Paris war ein Fest. Auf jeden Fall. Es war von vorne bis hinten absolut phänomenal, emotional. Die Eröffnungsfeier, da durfte ich dabei sein, auf der Seine entlang zu fahren. Krasse Lasershow. Wir waren natürlich direkt da auf dem Trocadero, direkt unter dem, Eiffelturm. Dann die Rennen an sich, total phänomenal. 10 Mediaboote außenrum, 2 Helikopter, die oben drüber fliegen. Und am Ende der Abschluss mit der Closing Ceremony, du läufst in dieses Stadion rein. Da sind 60.000 Leute, die dir irgendwie zujubeln, natürlich zu Hause noch alle irgendwie am Bildschirm. Das Handy explodiert mit Nachrichten, da kommen wir gar nicht mehr hinterher. Also wirklich alles irgendwie phänomenal und sehr, sehr, sehr schön. Emotional. Wir haben uns super gefreut von Cuxhaven, wir haben Public Viewing gemacht. Was ist deine Erfahrung mit Ewigkeit? Meine Erfahrung mit Ewigkeit, ich bin schon ganz lange bei Ewigkeit mit dabei. Das allererste Mal, glaube ich, bin ich 2014 mit Ewigkeit nach Farnö gefahren. Damals noch mit Carsten Hokema und dann bist du ja quasi eingestiegen und seitdem ja irgendwie immer in Kontakt über die Cuxkaiters oder hier am Strand in St. Peter-Ording. Ganz, ganz besonders. Ja, wir haben Jannis mehrfach hier, nicht nur hier am Stand, sondern auch da hinten als Foto. Hier ganz oben in der Ecke. Einmal hier daneben stellen, bitte. Einmal daneben stellen, ja. Da oben. Du hast gesagt, du willst auch bei der nächsten Olympiade mit dabei sein wieder? So definitiv möchte ich das noch nicht quasi in Stein meißeln, aber ich habe gerade viel zu viel Spaß am Kiten, am Racen, als dass ich jetzt sagen würde, ich höre jetzt auf. Ist das nicht nervig, die ganze Zeit auf die Rennen zu warten und die Adrenalin steigt und dann hast du trotzdem wieder die Absagen und so weiter? Also da gehen das, ja Tage hin. Ja, das ist eben auch so ein bisschen die Krux da, die Spannung beizubehalten. Weil genau. Wir sitzen halt die ganze Zeit da im Schatten. Wir haben quasi den Kite schon in der Hand, den Neoprenanzug schon angezogen und warten quasi nur auf das Go von der Regatta-Crew. Die sitzen die ganze Zeit im Neoprenanzug da. Ja, so gut wie. Also es muss halt den ganzen Polstern und was ihr da alles habt. Dann. Ja, man sieht sich schon so ein bisschen aus, aber wir haben halt quasi die Ansage, wenn es losgeht, also wenn die Fahne hochgeht am Strand, dann müssen wir in 20 Minuten am Racebus sein. Ja. Und da muss man halt so gut vorbereitet wie möglich sein. Und was ist das, was dich jetzt so trotzdem begeistert? Weil das ist ja irgendwie, wenn du in solche Contests mitfährst und so weiter, da ist ja sehr viel drumherum, wo du dann eigentlich gar nicht zum Sport kommst, weil du so viele andere Sachen auch dann machen musst. Ja, wobei ich das gar nicht so negativ formulieren möchte. Also das gehört ein bisschen mit dazu. Das ist ja auch ein bisschen ein Teil von dieser Aufregung, dass man quasi Teil von diesem großen Ganzen ist, von dieser Organisation, dass man nur noch mit der Akkreditierung in das Venue kommt, dass man jedes Mal einen Security-Check hat, wenn man an den Strand geht. Das ist zwar irgendwie so ein bisschen nervig in Anführungsstrichen, aber es gehört mit zur Experience und dann auf dem Wasser ist sowieso alles vergessen. Ich meine, da sind wir nur mit Natur, Wind und Board und dann macht man das, was einem am meisten Spaß macht. Was macht am meisten Spaß bei Race, bei Foilkiten? Absolut die Geschwindigkeit. Ja. Ganz aber klar. Mit wie viel Sachen fährst du? 70? So 70, 75, ja. Und dann ist das Wasser wie Beton? Ja, so ziemlich. Im November im Training habe ich mir nur durch einen Einschlag ins Wasser eine Rippe gebrochen. Das war ein bisschen heftig. Aber ja, wir sind sehr, sehr schnell unterwegs. Ja, großartig. Alles Gute, viel Glück, Gottes Segen für dich, für die ganzen weiteren Rennen und Beschützung und eben auch weiter einfach, dass du so viel Freude dabei dir hast und so eine super Persönlichkeit dabei bist. Das ist einfach eine große Freude, dabei zu sein. Vielen Dank.